Nächste Folge Super. Nee, New Super Mario Bros. Wii. Mal schauen, wo wir jetzt dran waren, aber ich meine an dem Lakito-Level. Nee, das haben wir schon geschafft. Dann an diesem hier, wo es auch ein Secret Exit gibt, der wieder in Welt 5 führt. Und dieser hier ist schwer. Und man braucht den Propellerpilz schon mal, sonst kann man es nicht schaffen. Außer man spielt zu dritt oder so und boostet sich hoch. Oder... ja. Oder, ja, super! Geil! Start schon mal perfekt. Ich glaube, ich hole mir lieber meinen Pilz. Wir haben ja genug. Dann bekomme ich schon einen Propellerpilz. Und das ist bei diesem Level sehr wichtig, weil man ihn öfters verlieren kann, aber ihn öfters auch wieder braucht. Eigentlich sollte ja was mit Tim kommen, also dass ich was mit Tim aufnehme. Aber das ging dann doch nicht, weil der dann doch keine Zeit hat und sich vertan hat mit dem Termin. Hier war das jetzt mal nicht, aber hier gab es eine andere Starcoin. Ich hole ihn mal gerade. Einfach Whisky da hinspringen und in die Röhre. Geh in die Röhre, Mario. So, jetzt. Okay. Hier braucht man doch auch. Nee, okay, hier gibt es auch solche Dinger. Man muss nämlich fliegen. So, dann hätten wir schon mal die zweite Starcoin. Jetzt kommt noch eine und dann hätten wir es schon. Hier gab es ein One-Up, das zeige ich euch mal gerade, nämlich die Münze. Die Münze. Was? Man musste hier den Münzen folgen und da gab es ein One-Up. Ja, okay, hier. Ein bisschen weiter vorne. Hier gibt es dann nochmal einen Propellerpilz. Nein! Scheiße! Gibt's noch einen? Bitte sag, dass es noch einen gibt. Weil sonst kann ich... ich kann sonst den Secret Exit nicht bekommen. Es gibt keinen. Nein, gibt es nicht. Obwohl, wenn ich das hier schaffe... nein, schaffe ich nicht. Das kann ich gar nicht schaffen. Trotzdem hätte ich gerne einen Propellerpilz. Ja, nee, ist klar, der fliegt auch noch... okay, komm mal her, Dude. Komm. Schau ich nicht. Muss ich nachmachen. Egal, wir müssen ja eh hier lang gehen. Dann seht ihr es gleich. Ist ja auch nicht so schön. Noch eine Münze zum One-Up. So, alle Star Coins. Und jetzt holen wir den Secret Exit. Boah, der ist ja gerade richtig weit gerutscht. Oh. So, aufpassen, dass ich sie wirklich erstmal behalte. Hä, wieso hat der jetzt die Richtung geändert? Verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Oh, das war knapp. Nein! Boah, wenn das jetzt links wäre und nicht rechts, dann wäre ich tot. Hier gab es doch einen Wonderpilz. Wo war das denn? Über der Röhre? Nein, also ungefähr hier. Nein? Hier, okay, also, ja. Und jetzt, bitte werde nicht getroffen, Mario. Den Kerl habe ich schon mal gekillt, da muss ich es doch schaffen. Da muss ich es schaffen.
Wir sammeln auch noch die blauen Münzen. Nein! Was? Der kommt wieder nicht im Ernst. Ne? Wenn der mich jetzt trifft, ey. Obwohl, nein, das kann er gar nicht. Und warten. Okay, geschafft. Wenn ich jetzt runterfallen würde. Boah, da wäre ich jetzt runter. Wenn ich jetzt kein Propellerpilz mehr hätte, muss man eigentlich am Ende reinkommen. Aber wenn ich jetzt keinen hätte, dann wäre ich einfach tot. Beim letzten Hindernis. Ey, das wäre echt tragisch. Man muss ja auch alle Kanonen aktivieren. Also das Level, sag ich jetzt mal, spielen. Sonst kann man nicht alle 5 Sterne haben. Und wir werden ja alle 5 Sterne machen. Oder bekommen, wie man es nimmt. Nimmt! Okay. Ist zwar nicht egal, weil wir Welt 5 eh schon gar nicht erkundet haben, aber wir waren schon drin wegen der ersten Kanone. Im zweiten Part, glaube ich. Haben aber trotzdem nichts gemacht. Wir machen ja alles nach der Reihe. Und deswegen sind wir jetzt auch beim Bossfight. Erstmal schön noch hinlaufen. Und ich würde sagen, wir sehen das hier nochmal gerade. Erstmal noch einen Stern gratis holen. Ein seltenes Item ist immer gut zu gebrauchen. Hier bitte. Wieso kann ich hier auf deinen Kopf springen? Was bist du denn für ein Hacker? Kommt, jetzt trefft mich. Okay, dann sehen wir es auch mal. Diese hier muss man nämlich killen, oder? Ja, beziehungsweise man kann eigentlich auch einfach alle Toddinger einsammeln. Und das hier ist wirklich nicht schwer, da sind die Gumbas schwieriger. Auch wenn ich mich gerade fast hätte treffen lassen. Man kann die ja sogar auch noch töten, also es ist echt nicht schwer. Und wir kriegen noch 3 Pilze. Oh, ein Loch gibt es aber noch. Erwischt uns das? Nein. Dann kommt erst der Boss. Und mit dem Propellerpilz kann ich die erste Starcoin auch schon direkt abstauben. Geht eigentlich anders, aber wir machen es so. Okay, jetzt müssen wir den Weg finden. Nein. Ich nehme mal die mittleren, weil die Münzen sind. Und eine orange Plattform. Ich vertraue dem mal. Falsch. Ja, super. Ja, hier kommt man zuerst ins Starcorn. So. Ah, komm schon. Ja, was ist denn los? Ah, den hab ich. Okay. Okay, ich würde mal sagen, dann oben. Bitte Power up. Okay, richtig. Nein, aber kein Power-Up, aber eine Starcoin. Und ein Power-Up. Ich würde mal sagen, wir gehen unten lang, weil da Piranha-Pflanzen sind. Feuerblume, nice. Kommt eher so. Das war, glaube ich, sogar auch der richtige. Oder als letztes dann in der Mitte. Ich schüttel doch gar nicht, Mario. Ja, okay. Oh, das war das. Ja, Feuerblume ist sehr effektiv, wie man weiß, bei Knochen trocken. Ja, und hier müsste man alles schnell öffnen. Also schnell die Münzen holen, bevor der Weg zugeht. Und jetzt müssen wir doch eigentlich auch beim Boss sein. Also oben, unten, Mitte. Das ist das einzige Rätsel.
Ja. Dann bekommen wir hier nix, eine Münze und eine Feuerblume. Und einen Bossgegner, der uns hoffentlich nicht komplett unfairerweise trifft, wie Larry. Nee, Lemmy. Nee, Larry. Nämlich Roy. Und Kamek hat mal wieder seine Finger im Spiel. Aber nicht an ihn, sondern an den Decken. Und was macht er da? Er springt auf uns runter. Und das war dumm. LOL, was? Was? Als ob man so lange betäubt ist. Ja, okay, dann zerstöre ich dich mal. Was? Wenn er mich jetzt killt, Junge. Wie schnell kam der denn bitte zurück? Alter, das ist ja richtig schnell. Ich bin fast tot. Ja, Mitte. Ja, Mitte. Oh, so lustig bist du. Ja, und wir stehen genau in der Mitte und kriegen einen Schlüssel. Mit dem Fingernagel. Der zweite Schlüssel mit Federn, um eine Tür zu öffnen. Eigentlich braucht der Schlüssel dann keine Federn, aber in diesem Spiel anscheinend schon. Du hast alle Sternmünzen in Welt 2 gefunden. Und auch die Welt zu 100% abgeschlossen. Der nächste Gegner wird Lemmy. Die dritte Welt steht vor uns. Bis zum nächsten Mal.